Hallo und herzlich willkommen bei Spielmobil TV. Hier ist euer Reporter Barty und ich melde mich heute mit einer störungsfreien Sendung. Der Technik ist es gelungen, die Probleme zu lösen. Nicht wahr, Technik? Ja, Herr Barty. Dieses Wolfs-TV kann sich nicht mehr in unsere Sendung reinhacken. Seht ihr, Kinder? Das Problem hätten wir gelöst. Und ob wir Herrn Mords auch wieder gefunden haben, das seht ihr gleich. Aber zuerst möchte ich euch heute einen Spieletipp präsentieren. Ja, ihr habt richtig gehört. Keinen Basteltipp, sondern ein Spieletipp. Und ich hoffe, dass euch das genauso gut gefällt. Also, viel Spaß jetzt dabei. Hallo liebe Kinder, heute habe ich ein Spiel für euch gebastelt. Und wie man das selber machen kann, das zeige ich euch in der nächsten Sendung. Heute möchte ich euch dieses Spiel erstmal vorstellen und erklären, wie es gespielt wird. Wir brauchen natürlich einen Würfel für dieses Spiel. So, als Spielsteine, die habe ich relativ einfach gestaltet und habe einfach Papierknüllchen gemacht. Und diese Papierknüllchen, die teile ich jetzt auf. Ich gehe jetzt mal einfach von zwei Mitspielern aus. Derjenige, der beginnt, darf jetzt einmal würfeln. Ich sage mal, diese Seite beginnt. So, der darf einmal würfeln, hat eine 1 gewürfelt. Das bedeutet, er legt jetzt ein seiner Spielpüppchen auf die 1. Ziel dieses Spiels ist es, dass man alle Spielsteine, die man hat, los wird. Ich erkläre euch das jetzt weiter Schritt für Schritt. Also, Spieler 1 hat eine 1 gewürfelt. In Runde 1 würfelt jeder erstmal einmal, sodass jetzt Spieler Nummer 2 an der Reihe ist. Spieler Nummer 2, oh, der würfelt jetzt ebenfalls eine 1. Das ist unglücklich, denn jetzt kommt sofort die Situation. Da der Spieler jetzt keinen Spielstein auf die 1 legen kann, weil das Feld ja schon besetzt ist, muss er diesen Spielstein an sich nehmen. Und damit ist jetzt wieder Spieler 2 dran. Wir sind aber bereits in Runde 2. Das bedeutet, der darf jetzt zweimal würfeln. Jetzt hat er eine 5 gewürfelt, kann quasi hier auf die 5 1 drauflegen. Und er würfelt erneut und hat eine 2 und legt ein da drauf. Das waren jetzt die 2 Würfe auf dieser Seite. Jetzt ist wieder die andere Seite dran. Der würfelt eine 1, diesmal ist das erste Feld ja noch frei, kann er drauflegen und er würfelt eine 2. In diesem Fall hat er Glück, weil hier noch ein Feld frei ist. So, ab jetzt, ab Runde 3, darf jeder Spieler so lange würfeln, wie er es möchte, aber er muss immer ein seiner Püppchen auf das Feld legen können. Also hier, der Spieler auf dieser Seite ist jetzt wieder dran. Der würfelt eine 4 und legt ein Püppchen ab. So, und jetzt muss er schon entscheiden, möchte ich noch einmal würfeln, riskiere die 2 oder die 1 zum Beispiel zu würfeln und dann alle Püppchen an mich nehmen zu müssen. Oder sage ich, ich höre auf, mir reicht das und dann ist der andere Spieler dran, der dann wiederum dasselbe Risiko hat. In diesem Fall sagt Spieler 1, ach komm, ich probiere es noch einmal und was passiert? Er würfelt eine 2. So, jetzt haben wir den Salat. Er hat eine 2 gewürfelt, er kann auf 2 nichts ablegen und er muss jetzt alle hier zu sich herübernehmen. Das freut natürlich diesen Spieler. Denn er hat jetzt wieder ein freies Spielfeld und kann wieder loslegen. Was macht er auch? Spieler 1 ist dran. Jetzt sieht's gut aus für ihn. Der würfelt direkt eine 6 und kann frei auswürfeln. Eine 4, Entschuldigung, muss ja in die Kamera zeigen. Und er würfelt weiter und würfelt eine 1. So, jetzt ist folgende Situation. Spieler 1 hat nur noch ein Püppchen. Wenn er jetzt würfelt und eine Zahl trifft, hat er das Spiel automatisch gewonnen. Sollte er nicht treffen, bekommt er die zurück. Aber er geht das Risiko ein, da nur die 1 zu ist.
hofft er, keine 1 zu bekommen und er bekommt auch keine 1, er bekommt die 4. Damit legt jetzt Spieler 1 sein letztes Püppchen ab und hat das Spiel gewonnen. Das war das Spiel mit der 6. Vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie man dieses Spiel selber bauen kann, dann schaltet beim nächsten Mal ein bei Spielmobil TV, denn da zeige ich dann, wie dieses Spiel gebastelt wird. Vielen Dank. Tschüss. Ja, Kinder, da seid ihr ja wieder. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, ob es uns gelungen ist, Herrn Motz wiederzufinden. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das nicht ganz so einfach war. Besonders Herr Mecker war sehr verzweifelt. Aber plötzlich hatte er die geniale Idee. Seht selbst. Wir müssen dringend was unternehmen. Aber was? Was könnten wir tun? Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir haben doch Jordi. Jordi könnte doch nach Herrn Motz suchen. Das war wirklich eine super Idee. Und wir haben uns sofort an Jordi und seine Besitzerin gewendet. Und die war auch sofort bereit, loszuziehen und Herrn Motz zu suchen. Und ob das jetzt geklappt hat, ob Jordi wirklich den Herrn Motz finden konnte, das könnt ihr jetzt sehen. Das da hinten nicht Jordi? Ja, hey, Jordi, Jordi, komm, hier bin ich, Herr Motz ist hier, hallo. Ich bin so froh, dass du mich gefunden hast, Jordi. Alleine hätte ich nie nach Hause gefunden. Danke, Jordi. Lauf, Jordi, bring mich zu Herrn Mecker, bitte, bitte, bring mich zu Herrn Mecker. Ja, 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 er ist gefunden. Jordi hat ihn gefunden. Ja, Herr Mecker ist gut. Also, Kinder, ihr habt es selbst gesehen. Jordi, unser toller Hund, der hat es mal wieder bewiesen, wie schlau er ist. Er hat tatsächlich den Herrn Motz gefunden. Echt? Ist er gleich hier? Ist er gleich hier? Ist Herr Motz gleich hier? Ja? Ja, Herr Mecker, er ist gleich hier. Kinder, also, um jetzt die letzten Minuten noch zu überbrücken, haben wir für euch noch ein kleines Bilderquiz vorbereitet. Was ist das? Ha
Schatz! Ja, Herr Mecker, Sie sind wieder da! Ja, Herr Mecker, ich bin wieder da und ich freue mich! Ja, ich freue mich auch! Oh. Okay, es tut mir leid, Herr Motz. Was tut Ihnen denn leid, Herr Mecker? Ja, dass ich so angegeben habe. Ja, aber ich hätte ja auch nicht so beleidigt sein müssen. So schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Sie sind mir also nicht mehr böse? Nein, ich bin Ihnen nicht böse. Okay, und haben Sie jetzt ein Rätsel für mich, Herr Motz? Natürlich, warten Sie mal. Ja, also, hören Sie gut zu. Als ich da auf meinem Baum saß und mich ziemlich gelangweilt habe, da kamen drei Schnecken vorbeigekrochen. Schnecken? Ja, ganz genau. Drei Schnecken. Und die erste Schnecke sagte, hallo, ich bin die Apfelschnecke. Aha. Die zweite sagte, hallo, ich bin die Melonenschnecke. Melonenschnecke? Ja. Und die dritte Schnecke sagte, hallo, ich bin die Ananasschnecke. Das glaube ich jetzt ja nicht. Apfelschnecke, Melonenschnecke, Ananasschnecke, das gibt's doch gar nicht. Das habe ich auch gedacht, Herr Mecker. Aber als ich nochmal nachgefragt habe, da haben die Schnecken zu mir gesagt, ja, einer von uns, der hat jetzt geschwindelt. Den gibt es gar nicht. Aber die anderen beiden, die gibt es wirklich. Finde es heraus, haben sie gesagt. Aha, und dann waren sie auch schon weg. Schnecken, und die waren schon weg. Ja, wirklich. Ich habe einmal kurz weggeguckt, wupp, waren sie weg. Ah, das waren bestimmt Rennschnecken. Ja, vielleicht. So, aber das ist jetzt meine Frage an dich und an die Kinder. Also, welche dieser drei Schnecken gibt es in Wirklichkeit nicht? Die Apfelschnecke, die Melonenschnecke oder die Ananasschnecke? Und wie sollen wir das jetzt rausfinden? Ja, ganz einfach, Herr Mecker. Entweder schauen Sie mal in ein Buch. In ein Buch, ja. Oder, wie die meisten Kinder das wahrscheinlich machen werden, einfach mal im Internet gucken. Ja, sicher, im Internet, klar. Ja, aber wir warten jetzt erstmal, ob die Kinder die Lösung rausfinden. Und dann verraten wir beim nächsten Mal, welche Schnecke es nicht gibt. Ja, das machen wir. Und bis dahin werden wir uns weiter freuen. Ja, ja, ja. Ja, Kinder, ihr habt gesehen, es ist alles wieder so, wie es sein sollte. Jordi war wieder unterwegs. Ein Spieletipp ist genauso toll wie ein Basteltipp. Und die Motzvögel sind wieder glücklich vereint und haben auch schon wieder ein Rätsel für euch parat gehabt. Mann, schöner kann eine Sendung doch gar nicht enden. Ja, also Kinder, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet zu Spielmobil TV und Barty, dem Spielmobil-Reporter. Ja, tschüss, bis nächste Mal. Tschüss.